starten. Roy Kalyptus mit sehr gutem Start, genauso wie Sid. Roy Kalyptus kennt sich auf Position 1 direkt schon. Und sonst haben wir leider keine andere Gutmachung. Doch Mattei kämpft sich noch vor dem vor Speed auf Position 6. Und Roy Kalyptus, der fällt jetzt hier seinem Teamkollegen ein bisschen davon, aber der verliert auch wieder Zeit. Aber vielleicht ändert sich ja das. Vielleicht wird der Black Johnny ja hier... Oh, Mystic Cervix dreht sich raus. Das heißt, Roy Kalyptus hat jetzt quasi freie Fahrt hier, um den Sieg zu holen. Mystic Cervix jetzt auf der vierten Position. Mattei eigentlich ganz knapp dahinter. Wie es aussieht, holt der Mattei den hier auch auf. Und Mattei... Probiert er es? Er kommt zu weit raus, leider. Und Mattei wird da auch vom Chris überholt. Ja, aber Roy Kalyptus jetzt freie Fahrt. Und ich guck mal einfach bei Mystic Cervix zu. Der kämpft jetzt hier gegen Sid. Oh, das war... Sehr knapp sah das aus. Wir gehen mal in die Onboard von Sid. Und man darf hier nicht zu schnell Gas geben. Und Sid kommt ein bisschen weit. Oh, und Sid verliert jetzt sehr viel Zeit an Mystic Cervix. Gerade noch mit ihm gekämpft. Jetzt schon wieder... 2 Sekunden weg und verliert auch Zeit. Und dafür kämpft sich der... Kämpft jetzt Chris mit dem Sid. Die sind hier jetzt nebeneinander. Jetzt gucken wir uns mal der Perspektive hier an. Und Chris kommt weit raus. Boah, ist das spannend. Aber nein, tut er nicht. Was auch dumm. Und Elias kommt weit raus. Und Mystic Cervix. Und Elias fährt an die Box. Da will ich nochmal Replay gucken. Ach, mit Z, alles klar. Und, oh, das war nicht gut. Starker Verbremser. Mystic Cervix kämpft sich da vorbei. Doch, jetzt. Der dreht sich da, bam, voll in die Wand. Direkt nach der Rouge. Ärgerlich natürlich, der verliert jetzt auch Zeit. Aber das sollte kein Problem sein. Der hat einen 20 Sekunden Abstand immer noch, fast. Verliert, aber, oh, das ist natürlich jetzt... Blöd mit den Reifen für ihn. Aber Mystic Cervix, der muss jetzt sparen ein bisschen. Aber ich glaube, der wird das hier durchs Ziel schaffen. Ja. Roy Kalyptus, der Sieger des ersten Rennens. Sieger des ersten SCM-Rennens in der Saison 2. Danach kommt Mystic Cervix hier mit einem Abstand von fast 10 Sekunden. Und ein dicker Quersteher nochmal von ihm. Aber er schafft es auch. Über die Ziellinie zu fahren und dreht sich noch einmal. Das finde ich ja auch immer lustig, wenn die Fahrer das machen. Und Chris jetzt hinter Elias. Wird da Chris nochmal drankommen? Nein, wahrscheinlich nicht. Elias holt hier das Podium, also dritter Platz. Im ersten Rennen. Get in there, Roy. Get in there, Roy. What a brilliant drive. Ja, Chris... Vierter und Sid, der wird jetzt auch noch jeden Moment über das Ziel fahren. Der nochmal hier ein bisschen weit rauskommt, aber was es auch nicht mehr viel ausmacht. Ja, Glückwunsch an Roy, der hier vom zweiten Platz gestartet ist und dann ab Start, erste Kurve, das Rennen hier dominiert hat. Wobei ich denke, dass Mystic Cervix hier, das ist ja auch noch anders ausgegangen, wer hätte Mystic Cervix nicht den blöden Dreher gehabt am Anfang. Ich glaube, das war zweite Runde, die er hatte. Ja. Black Johnny hat leider verlassen. Schade. Deswegen ist Mattei letzter. Aber hier P1, P2 für Team Opel, P3 für Alfa Romeo. And it slides out and away we go. Roy Kalyptus with a very bad start. Elias already passed him. Ich kann kein gutes Englisch eigentlich. Und Eisenbahner kämpft sich jetzt vor Mattei, Mattei und spielt leider letzter hier. Hat die Position an Chris verloren. Und Roy Kalyptus hier die ersten drei direkt schon ein bisschen ab, schon fast von einer Sekunde. Mystic Cervix wird jetzt hier von Roy Kalyptus angegriffen. Und ich habe wieder diesen Bug, wo nicht alles angezeigt wird. Es tut mir leid. So, jetzt... Oh, das ist...
Das war knapp, das gucken wir uns nochmal an im Replay. Na, geht wieder nicht. Super Replay-Einstellung hier. Also das funktioniert echt klasse. Jetzt. Da. Ja, das ist eh nicht mehr im Replay, das ist schick. Jetzt habe ich dann wieder diesen Replay-Bug, glaube ich. Nein, ich habe ihn nicht. Krass. Muss man bestimmt irgendwo einstellen, wie lange das Replay andauert. Aber sonst hat sich Massey wieder vor Elias gekämpft. Jetzt der Mercedes, der Nissan, der für Mercedes fährt auf P3. Direkt hinter Roy Calyptus. Der schnüffelt so an dem Purpose von Roy Calyptus. Und der divebombt ihn jetzt. Also nicht divebombt, der probiert jetzt eine Attacke. Fahren hier fast neben. Oh, boah, ist das knapp. Mystic Cervix macht das natürlich Zeit. Oh, und Roy Calyptus wird da rausgeschossen von Massey, der jetzt Position 2 einnimmt. Und Eisenbahner kommt da. Verbremst sich da ein bisschen. Und Sid überholt jetzt Eisenbahner. Ich komm nicht mit. Oh, und Eisenbahner. Und er dreht sich. Und jetzt auch Eisenbahner auf P7. Ist ja richtig langsam hier jetzt im Gegenteil. Im Gegensatz zu Eukalyptus. Vielleicht sehen wir. Und der Speed ist ja auch schon da. Und Massey und Eukalyptus kommen da vorbei. Jetzt Eukalyptus wieder auf Podium. Podiumsplatz. Also der natürlich richtig stark gefahren. Also die sind alle relativ close beieinander hier alle. Und Elias schafft es sich gegen Sid durchzusetzen. Also krasses Manöver von Elias. Ja, natürlich jetzt Chris unter Druck, die Führung hier zu halten. Rechts neben der Zeitanzeige. Und jetzt das Manöver von Mystic Cervix. Wir gehen in die... Und Mystic Cervix schafft es da vorbei. Das sind weniger aber als 5% Sprit, die der... Und der Chris fährt an die Box, ey. Und da wird der Chris von Eukalyptus überholt. Holt Sid... Er holt ihn wahrscheinlich ein. Tut er. Ja. Blöd jetzt für ihn, für Chris, dass er jetzt tanken muss. Aber vielleicht kommt er noch vor Eukalyptus, vor Sid hier raus. Tut er, P4. Aber direkt hinter, Elias und Eukalyptus. Und es ist vorbei. Mystic Cervix gewinnt das zweite Rennen hier in Spa-Francorchamps. Eukalyptus, Elias und dann kommt Chris, Sid, der für BMW Platz 5 und Speed, der hier für BMW Platz 6 holt. Sid Platz 5 für BMW. Das notiere ich mir natürlich direkt, das wird sich aufgeschrieben. Sonst vergesse ich das wieder. Ja, was ein Rennen. Massey, der kommt jetzt gleich auch über die Ziellinie, letzte Kurve jetzt. Ja, Elias, Massey finisht hier jetzt P7. Wie im vorherigen Rennen, da ist leider ja Black Johnny, so hieß er. Black Johnny leider ja raus, weil er Knieprobleme hatte. Also das ist natürlich dann extrem blöd, wenn man dann mit physischen Problemen aufgeben muss. Ja. Glückwunsch an Cervix und Eukalyptus, die hier zweimal P1, P2 einfahren.